Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen, wirklich aus Ramses Kitchen. Und Pupsi war mal wieder unterwegs, hat was entdeckt im, ich glaube das ist Lidl oder Aldi, ich weiß es nicht. Ihr kennt das bestimmt, es gibt doch immer diese amerikanischen Wochen, ja? Bei Aldi oder Lidl. Und da gibt es eine Marke, die heißt Mike Mitchells. Und die sehen ja schon so richtig amerikanisch aus und die haben immer richtig leckere Sachen im Angebot, richtig amerikanisch. Und jetzt hat sie mir hier drei so Bottiche mitgebracht, die ich euch jetzt hier hergestellt habe, die ich schon zubereitet habe. Und was das alles ist, wollen wir uns jetzt angucken. Wir haben nämlich einmal Mike Mitchells Mac and Cheese. Das steht hier vorne auch nochmal richtig schön drauf. Mac and Cheese, wer das kennt, Macaroni mit Käse. Wie die schmecken, wollen wir uns jetzt mal fix reinziehen. Beziehungsweise ich mach's mal kurz auf und stell's nochmal an den Rand. Da kann ich euch das gleich zeigen, wie das aussieht. Als zweites haben wir Spicy Barbecue Noodles. Also würzige Barbecue Nudeln. Nudeln in rauchiger Soße. Das finde ich ja richtig abartig. Ja, riecht auch abartig, okay. Aber egal, viele Leute mögen ja Barbecue und deswegen, ich bin jetzt nicht so der richtige rauchige Barbecue-Geschmack-Fan. Und dann haben wir hier noch einmal Onion Mashed Potatoes. Oder einfach Mashed Potatoes mit Onion. Das sind auf jeden Fall, das hat den kaputtesten Deckel, ist Kartoffelbrei mit Röstzwiebeln. Das riecht am besten, das schmeckt bestimmt auch am besten, wenn wir das jetzt hier mal aufmachen und hier hinstellen und euch mal zeigen und gleich probieren. Wisst ihr natürlich, was wir am Ende machen. Wir werden wieder alle drei Sachen in einen Bottich hauen. Das ist also der Kartoffelbrei mit Röstzwiebeln, das die Nudeln mit rauchiger Soße und das Mac and Cheese. Erst wird alles getestet. Dann wird alles zusammengeschmissen, weil ich diesen Geschmack von diesen rauchigen Nudeln bestimmt so nicht leiden kann. Das sieht auch relativ dick aus, wenn man das jetzt mal hier so rummacht und so rumwühlt. Jetzt fängt es auch schön an zu dampfen. Und ich bin mal gespannt, wie das schmeckt. Sie hat nämlich schon mal so Mac and Cheese bestellt aus der UK. Und das war okay, aber weiß ich nicht. War einfach nur muffig und hätte ich mir auf jeden Fall anders vorgestellt. Wenn ich jetzt Nudeln mit Käsesoße oder so habe, hat das immer besser geschmeckt als das Fertige, was die da hatten. Das auch Mac and Cheese, aber nicht englisch, sondern amerikanisch. Na gut. Schmeckt jetzt einfach wie diese fertigen Käsenudeln, die es sonst immer in den Bottichen gibt. Merke ich jetzt keinen großen Unterschied. Heißt aber nicht, dass es nicht schmeckt, ja? Schmeckt, kann man essen auf jeden Fall. Aber ich merke jetzt keinen Unterschied zu richtig Mike Mitchells Mac and Cheese und einfach normalen Nudeln mit Käsesoße, die es sonst gibt. Dafür brauche ich keine amerikanische Woche. Dann haben wir hier aber diese Rauchsoße mit Nudeln. Nudeln in rauchiger Soße. Ich glaube, das muss man vermischen. Das riecht jetzt schon so richtig aufdringlich. Okay, da ist der Geruch wieder mal stärker als der Geschmack. Es riecht zwar mega aufdringlich, aber ihr merkt irgendwie eine süßliche Note beim Essen. Und dieser Rauchgeschmack ist auf einmal komplett weg. Hätte ich mir schlimmer vorgestellt, geht eigentlich. Trotzdem fand ich Mac and Cheese tausendmal besser. Und jetzt Kartoffelbrei mit Röstzwiebeln. Das ist bestimmt das Beste an der ganzen Sache. Könnte aber auch etwas kräftiger im Geschmack sein. Ich dachte sowieso, der ist am heftigsten, weil der eben schön breiig ist. Und weil das ganze Pulver, vielleicht habe ich auch zu viel Wasser dran, ich habe es wirklich bis zum Rand hier gefüllt, bis zu dem Strich, der innen drin ist, hätte ich ein bisschen weniger. Wäre der vielleicht noch intensiver. Trotzdem habt ihr hier auch zwischendrin diese schönen kleinen knusprigen Teile, diese Croutons, wenn das welche sind. Schmeckt auf jeden Fall, finde ich gut. Jetzt
Wollen wir das Ganze mal mischen, wenn wir gucken, wenn wir hier diese Mac and Cheese Nudeln in die Schüssel packen. So, dann dazu natürlich die Nudeln mit der Rauchsoße und obendrauf sieht aus wie normales Mittagessen im Kindergarten und noch den Kartoffelbrei, wenn der überhaupt rausgeht. Ja, sieht auf jeden Fall gut aus. Das ist also eine typische Ramses-Mahlzeit. Muss ich da noch ein bisschen zusammenkratzen. Müssen wir noch ein bisschen rummachen. Habe jetzt extra hier auch einen Löffel statt einer Gabel. Ihr seht, wenn man das vermatscht, ist es genau eine Schüssel voll. Dann würde ich sagen, was habt ihr heute so zu Mittag gegessen? Schreibt es mal in die Kommentare. Sieht das schlimm aus? Sieht das lecker aus? Könnt ihr euch vorstellen, dass das jetzt einen guten Geschmack hat, wenn ihr das alles vermengt? Oder dass das einfach komplett Rotz ist? Wir haben jetzt schön rauchige Käsenudeln mit Röstzwiebel-Flavor, einem schönen sahnigen, breigen Geschmack und knusprigen Croutons. Und es ist okay, man kann es essen, keine Ahnung. Wenn man es einzeln essen kann, dann kann man es auch zusammen essen. Wie im Krankenhaus, wenn du immer nur eine Scheibe Brot kriegst, aber du hast die Auswahl zwischen Pflaumenmus, Leberwurst, Quark, Frischkäse, anderem Käse, Scheibenwurst. Und ich mache mir einfach immer alles auf eins. Ich mache da also Frischkäse drunter, da drauf eine Scheibe Bierwurst. Da drauf packe ich dann Pflaumenmus und da drauf schmiere ich die Leberwurst und esse das als eine Scheibe, wo alle sagen, boah, das ist voll widerlich. Aber wenn man es einzeln essen kann, dann kann man es auch zusammen essen. Ich werde das jetzt hier essen, solange wie meine Videos drüben noch exportieren. Habe ich ja eh nichts zu tun. Kann ich mir mal so eine schöne Mittagspause gönnen. Mm. Habt ihr das auch schon mal probiert? Kennt ihr die amerikanischen Wochen? Gibt es ja bestimmt öfters mal. Esst ihr gerne so Mac and Cheese? Habt ihr Mac and Cheese an sich schon mal gehabt? Esst ihr gerne so Kartoffelbrei aus den Näpfchen? Schreibt es mal rein, das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.